Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier auf der Rogatkin in Polen im LS22. Ja, Leute, ich habe ja gesagt in der letzten Folge, dass uns der gute Händler hier ein unmoralisches Angebot gemacht hat. Und deswegen bin ich dann jetzt doch mal geschwind zum Händler rüber. Und habe das Ganze nochmal final besprochen. Wir sind jetzt natürlich wieder ein paar tausende Euros ärmer, aber ein bisschen was ist noch über. Wir haben noch knapp 8000 Euro übrig. Aber Leute, was jetzt kommt, das wird super. Und wir werden das auch sofort benutzen und werden durchstarten. Ich gehe mal hier rüber und zeige euch das Ganze mal in der Werkstatt. Jo, schöne Küche hier, kleiner Aufenthaltsraum auf jeden Fall. Aber Leute, hier, Leute, guckt euch das an. Wir haben jetzt einen Fendt-Favorit 614 SL Turbomatic. Leute, der hat stattliche 135 PS. Also das Ding, das muss ja wohl mal richtig abgehen und mal richtig über die Gasse robben. Hinten dran haben wir einen Farmtec Supersys 800. Da passen 8200 Liter Gülle rein. Ihr seht auch, die Geräte sind schon sehr gebraucht. Die sind schon gut abgenutzt. Und ja, am ehesten Zauber hätte das machen können. Ne? Aber naja, für den Preis, glaubt mir, für den Preis, den ich hier für bezahlt habe, können wir uns alle mal nicht beschweren. Ja, Leute, aber ich würde sagen, wir nehmen jetzt den Fendt, fahren zurück zum Hof und dann geht es los. Und zwar, da wird mal hier richtig gegüllt. Dazu springen wir einfach mal rein. Und Leute, ich habe das Ding ja schon mal Probe gehört, gell? Das ist der Wahnsinn. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie kraftvoll dieses Gerät hier einfach klingt. Das, also wirklich Gerät, Alter. Das Ding ist der Wahnsinn. Ich drück mal die Kupplung. Ich guck mal, dass der Gang draußen ist. Der Gang ist draußen und dann schalten wir dieses brachiale Gerät mal ein, Leute. Das ist Musik. Das ist richtig Musik in meinen Ohren. Alter Schwede. Also, ey, ich bin jetzt, also jetzt sind Leute, jetzt geht es richtig vorwärts. Jetzt geht es richtig vorwärts. Wir schalten mal hier den Gang rein. Fahren wir langsam vor. Das Tor geht automatisch auf. Dann fahren wir hier erstmal raus und gucken uns das Ganze noch mal ganz kurz draußen an im Tageslicht. So. So. Bremsen, kurz den Gang raus. Jetzt guckt euch das doch mal an. Leute, das ist doch der Wahnsinn. Also, da will mir doch, da kann mir doch keiner erzählen, dass man mit sowas nicht einfach glücklich sein kann. Das ist doch der Burner. Das ist doch einfach nur wild. Leute, ich hab so Bock. Ich hab so Bock. Und deswegen will ich jetzt gar nicht groß Zeit verstreichen lassen und schwing mich jetzt hier direkt rauf. Und dann geht das hier raus. Und zwar in ganz großen Schritten düsen wir jetzt hier sofort zurück zu unserem Hof. Beziehungsweise würde ich sagen, wir düsen einfach sofort rüber auf unser Feld. Und dann legen wir mal hier richtig los, oder? Ich würde sagen, Abfahrt, Leute. Wir sehen uns gleich. Let's go!
Jawohl, Leute. Wir haben es geschafft. Wir sind am Feld angekommen mit unserem neuen Fendt und dem Güllefass, also dem Gülleausbringer. Und ich würde sagen, wir lassen gar nicht so viel Zeit verstreichen und starten hier mal direkt los mit unserem neuen Gespann. Leute, ich bin so happy, gell? Ich bin so happy. Es ist einfach der pure Wahnsinn. Dieses Teil ist einfach der Hammer und der Klang, das macht einfach noch mehr Spaß dann. Da könnt ihr ja sagen, was ihr wollt, aber wenn das Gerät hier einfach geil klingt, dann hat man doch einfach schon wieder viel, viel mehr Spaß am Fahren, als wenn das einfach so nach 0 auf 15 klingt, oder? Wenn ihr auch der Meinung seid, dann schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr das Gerät hier auch so feiert und ob ihr den Sound vor allen Dingen auch so geil findet und der, ja, ob der euch mitnimmt. Ja, Leute, auf jeden Fall, let's go. Wir schalten das Güllefass einmal ein und dann, jawohl, es läuft schon. Dann einmal hier rein in den Gang und dann Abfahrt, würde ich sagen. Jawohl, sind's. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass das Ganze hier reicht an Gülle, denn das geht aber auch sehr, sehr schnell zur Neige. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das hier läuft, denn wir haben ja nicht die großen Mengen an Ressourcen übrig, um das Ganze hier... Oha, oh je. Das wird auf jeden Fall eine ganz, ganz enge Geschichte. So. Ich weiß noch nicht, ob wir das hier schaffen. Ich weiß noch nicht, Leute, aber ich gebe mein Bestes. Das wisst ihr ja. Alles für den Biohof. Oh. Ah, abgewürgt. Ah ja. Neues Gerät. Nicht mehr so ganz spritzig, ne? Muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Aber kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles hin. So. Einmal hier noch ein Stück vorziehen. Vielleicht so, ne? Dann setzen wir nochmal zurück. Oh, ja. Ja, die Kupplung ist nicht mehr so ganz die neueste. Ich glaube, da müssen wir vielleicht nochmal irgendwie abchecken, ob wir hier nochmal was machen müssen. Vielleicht muss da die Kupplung nochmal überholt werden. So. Gang rein. Güllefass an. Hoppala. Und losi geht's. Naja, wir werden schauen, Leute, wir werden schauen. Irgendwie wird's werden. Irgendwie wird das schon werden, würde ich sagen. Eieiei, jetzt sind wir hier auch noch beim Nachbar aufs Feld gefahren. Ich hoffe, der verzeiht uns das. Eieiei. So. Ach, schon wieder. Gib mir doch gar nicht. Was ist denn da los hier? So. Vielleicht müssen wir hier mal in eine andere Gruppe wechseln. Vielleicht müssen wir hier mal doch die Lastschaltung nehmen, damit das hier läuft. Ich check das mal ganz kurz, Leute. Ich mache mich mal ganz kurz vertraut damit. Sekunde. So, Leute, kurz gecheckt. Lastschaltung ist am Start. Ich denke, jetzt läuft es besser. So, Abfahrt. Jawohl. Gülle ist am Start. Tja, Leute. Ich bin, wie ihr sagt, super gehypt. Es ist einfach der Wahnsinn. Also, ich kann es nur nochmal wiederholen. Großen Dank an den Händler, großen Dank an die Bank, großen Dank an die Stadt, wie die uns hier tatenkräftig unterstützen. Das ist wirklich
einsame Spitze. Also das findet man nicht oft und dafür kann ich nur noch mal einen riesengroßen Dank aussprechen. Das ist einfach nur absolut geil. So. So, ich glaube, im Lastgang läuft es auf jeden Fall hier ein bisschen runder, würde ich sagen. Meine Meinung zumindest. So, nochmal zurück kurz. Hier ein bisschen rüber. So, zack. Dann schalten wir das Ganze nochmal an. Jawohl. Fahren hier nochmal vor. Oje, 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 oje. Ich glaube, wir müssen gleich nochmal zumindest einmal zu unserem Hof gurken und fix nochmal den Güllefass voll machen. Wir schauen mal. Es ist ja zum Glück nicht mehr viel. Fahren wir hier ein bisschen mittiger rein. Vielleicht, ja, vielleicht wird's, dann müssen wir nochmal für eine Bahn eventuell nochmal Gülle nachfüllen. Wir schauen mal. So, und ab rein damit. Jawohl, es läuft. Komm, 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 zieh, Junge. Gülle muss drauf, Leute. Das ist schön biologisch. Das ist schön biologisch, Leute. Das läuft. Ja, nee, eher gesagt, es spritzt raus, ne? Glaube tut's ja nicht. Ja, Leute, es ist wunderbar. Es ist wunderbar. Also ich finde es einfach absolut klasse, wie das hier läuft. Und ja, jetzt ist es leer. Das heißt, einmal kurz zum Hof. Kommen wir hier vorbei? Nee, kommen wir nicht. Kurzes Stück zurück. Dann sollten wir doch jetzt hier vorbeikommen, oder? Jo. Wunderbar. Wunderbar. So, jetzt haben wir noch. Es wird eng, Leute. Es wird wirklich eng. Aber ich gebe mein Bestes. Ich hoffe, das klappt. Viel ist es nicht mehr. Das muss irgendwie laufen. Ob es will oder nicht. So. Ach, der Sound ist immer noch einfach herrlich. Klingt einfach geil. Das ist einfach eine geile Maschine, Leute. Also, ich finde schon, mir macht es großen Spaß. Ich hoffe natürlich, euch macht es auch großen Spaß, dazu zu schauen. Wenn ja, lasst mir das auf jeden Fall mal, by the way, mit einem Like wieder da. Und wer natürlich das kostenlose Abo noch nicht mitgenommen hat, der sollte das auf jeden Fall mal direkt mitschnappen. Ist wie gesagt kostenlos, kostet euch nichts. Und Support ist natürlich auch kein Mord. Tja, so, jetzt werden wir hier mal dran fahren. Hier ist unsere Gülle-Station. So, einmal gut stoppen. Gucken wir mal ganz kurz, ob das hier so passt. Ja, ich denke, das passt. Und dann, oh ja, das läuft schon, das läuft schon. Noch nicht mal ganz voll. Oh, hä. So, Leute, oh, hä. Das könnte knapp werden. Das könnte in der Tat knapp werden. Ich bin gespannt, ob wir damit noch auskommen, ob es reicht. Oder ob wir nachher hier tatsächlich Einbußen haben. Aber ich bin ja ein optimistischer Mensch. Ich meine, aktuell hat uns ja auch bisher jede Situation gezeigt, dass wir diese meistern und dass wir ja mit der Unterstützung von der Stadt, dem Händler, der Bank, das hier bisher super gut gemeistert haben. Also ich glaube, da
kann uns keiner nachsagen. Wir wären auf jeden Fall hier auch keine fleißigen Bienchen und würden hier nicht alles geben, um hier was Fantastisches zu... Oh, hey, und dass da noch gleich was rausläuft. Ja, dass wir hier auf jeden Fall nichts Fantastisches hegen würden. Also, ich glaube, Leute, wir sind hier auf einem richtig, richtig guten Weg. Und es macht unheimlich Spaß. Es macht unheimlich Spaß. So, jetzt fahren wir nochmal hier drauf. Und dann, ich hoffe wirklich, dass es langt. Ich hoffe wirklich, dass es langt. Es wäre auf jeden Fall super schade, wenn es nicht reichen würde. Das wäre echt sehr, sehr schade. Ich würde sagen, wir fahren von hier der Seite ran. Da können wir direkt vielleicht so eine kleine Kurve fahren. Und nehmen das Ganze hier einmal mit. So. Fahren wir langsam vor. Schalt den jetzt mal ein. Kommt, jawohl, kommt. So. Fahren hier direkt eine Kurve rum. Und dann ab hier hoch. Wir können noch ein bisschen rüberfahren. So. Ja, das sieht gut aus. Doch der Stand. Hälfte. Gut, gut. Das muss reichen. Das muss einfach reichen. Ich weiß, wir müssen noch mal kurz runter. Ah ja, das sieht gut aus, Leute. Das sieht doch gut aus. So, einmal schnell wieder ausschalten. So, ich glaube, unten müsste jetzt noch eine kleine, ja da unten, ich sehe schon an der Ferne, eine kleine Ecke steht noch. Eine kleine Ecke steht noch. Aber die kriegen wir jetzt auch noch. Ich glaube, ja, das wird reichen, Leute. Das wird reichen. Wir hätten Glück. Wir hätten Glück gehabt. Ach, wunderbar, Leute. Das ist doch der Wahnsinn. Sehr schön. Schalten wir nochmal ein, jawohl. Es sprudelt hinne raus. Es sprudelt raus. So. Prima, Leute. Wir haben es geschafft. Das Feld ist hier düngend. Können wir uns das ja mal ganz kurz hier vom Nahen angucken, ob man das auch strukturmäßig sieht. Mal gucken hier im Licht. Ja, also man sieht auf jeden Fall, es ist ein bisschen... Ja doch, ich würde sagen, man kann das gut erkennen, dass hier auf jeden Fall Zeug drauf ist. Jo, 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 steht sagen ja. Prima, Leute. Der Wahnsinn. Wir haben es geschafft. Und du gehst mal hier gleich ab da von unserem Feld. Ach, die Schwank hier, ey. Ja, Leute. Ein super Gespann. Ein absolut traumhaftes Gespann. Aber schnell rein. Und dann fahren wir nochmal zum Hof. Und dann schauen wir noch mal, was denn dann noch ansteht. Ah ja, was, ja klar. Was steht noch an, Leute? Das eine Feld muss auf jeden Fall noch gemäht werden. Ich hatte ja gesagt, ich mache das offscreen, aber ich glaube, wir machen das in der nächsten Folge dann einfach im Schnellschnitt sozusagen einmal zusammen noch. Damit haben wir auch, glaube ich, soweit das erste Jahr oder die ersten Monate hier gut rumgebracht. Wobei, stopp. Mir fällt gerade ein, wir müssen ja noch das eine Feld, das muss ja noch definitiv nochmal neu gegrubbert werden. Da haben wir ja mit unserem Lanz und mit unserem alten Fendt, haben wir da ja ziemliche Probleme gehabt und haben das Feld relativ zerstört. Deswegen, da müssen wir dann auf jeden Fall schauen, das müssen wir auf jeden Fall noch neu machen. Das steht auf jeden Fall jetzt dieses Jahr, diesen Monat eigentlich noch an. Mal gucken, ob wir das zeitlich packen. Ich schau gleich mal im Kalender, wie es aussieht. Ob wir da zeitlich den Monat noch ran müssen oder nächsten Monat. Ich steige hier erstmal aus. Und dann checken wir das mal ganz kurz ab, Leute.
So, wir müssen hier schauen. Gras. Oh, den Grassaatpunkt haben wir verpasst, Leute. Den haben wir verpasst. Das ist nix. Das ist absolut nix. Können wir erst wieder im Februar sehen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir das Feld auf jeden Fall schon mal vorbereiten. Das heißt, auf jeden Fall. Grubbern müssen wir es auf jeden Fall. Das machen wir auch. Und dann warten wir bis zum Februar. Und dann sehen wir da auf jeden Fall neues Gras an. Auf dem anderen Feld, wo noch Gras steht, hoffe ich, dass wir das so gemanagt bekommen, dass wir dort keine Einbußen haben und werden dann einfach mit einer Walze nochmal drüber gehen oder mit unserem Striegel. Das kommt mit dem Striegel, müsste das eigentlich auch theoretisch schon reichen. Müssen wir mal gucken. Ansonsten, ja, die zwei Sachen stehen auf jeden Fall noch an, inklusive natürlich Mähen, Wenden, Schwaden. Einholen. By the way, übrigens, ich habe hinten, ja, mu, ich habe die Ballenmaschine habe ich verkauft, habe nochmal knappe 2000 € gebracht und habe dafür jetzt hier natürlich den Striegel hingestellt, damit wir auch ein bisschen so platztechnisch haben. Hier ist ja noch unser Ladewagen, den wir dann auf jeden Fall beim nächsten Mal gebrauchen. Und inklusive natürlich unser Mähwerk, unser Schwader und unser Wender. Hier haben wir übrigens noch einen Düngerstreuer. Oh, der ist sogar voll. Mit Mineraldünger. Jetzt ist die Frage, Leute. Mineraldünger. Zählt Mineraldünger noch zu Bio oder zählt Mineraldünger nicht zu Bio? Da bin ich jetzt tatsächlich überfragt und würde gerne mal an euch die Frage stellen. Zählt Mineraldünger noch zu Bio? Ja oder nein? Schreibt es mir doch bitte mal in die Kommentare. Das wäre super lieb, damit ich weiß, ob wir mit dem Mineraldünger nachher letztendlich das ganze Feld nochmal zur zweiten Stufe düngen können oder nicht. Oder ob wir das ganze Teil hier verkaufen, inklusive Saatgut. Und dann mal schauen, was wir dann anstellen, um die zweite Stufe an Dünger zu erreichen. Ja, Leute, auf jeden Fall. Das war's jetzt hier erstmal für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid genauso gehypt wie ich mit dem neuen Favorit 914 SL Turbomatic und unserem neuen Gülleausbringer. Wenn ja, lasst mir doch gerne wieder ein Däumchen da. Es wäre wahrhaftig einfach nur genial. Und nochmal vielen Dank an alle Aufrufe. Vielen Dank an alle Däumchen, die ihr bisher gesetzt habt. Es ist mir wie immer ein Fest. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Kakao.